Gute, ich bin der Basti, das ist mein Freund Marvin, das ist der Marc und das ist der. Ich bin der Bosca und wir sind hier beim Fußball 2000 Eintracht Videopodcast. Was geht ab, Freunde? Wir sind hier bei Fußball 2000, dem Eintracht Videopodcast, hier direkt aus dem Fantreff Waldstadion. Like diesen Kanal, drück gefällt mir, lasst einen Kommentar da und vergesst die Glocke nicht. Ja, schön, dass du da bist heute. Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Wir haben uns auf Zypern getroffen. Zumindest gibt es ein Bild davon. Also ich weiß nicht mehr alles. Also ich weiß es nicht. Okay, das ist gut. Dann habe ich dich mal mit hierher genommen. Ja, lass das. Wenn wir schon bei Auswärtsfahrten bei Zypern sind, hast du irgendwie, was ist deine Highlight-Lieblings-Auswärtsfahrt, auf der du jemals warst, wo du sagst, Alter, das muss nicht mal was mit dem Spiel zu tun gehabt haben, sondern vielleicht auch irgendeine private lustige Story, weil du was getrunken hast. Es ist wirklich, also generell trinke ich ja nie auf Auswärtsfahrt. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, weil ich bin wirklich unfassbar viele schon gefahren. Aber ein Ding, worüber wir immer reden, ist eigentlich diese letzte Europa-Cup-Saison. Also quasi nicht jetzt, sondern vor 5 Jahren. Und da war für mich Tel Aviv irgendwie so ein ganz, ganz besonderes Ding, weil das einfach erstens mal kulturell natürlich was ganz anderes war. Wir sind dann auch noch nach Jerusalem und waren da auch noch mit einem guten Trupp feiern gewesen. Cool. Und dann irgendwie da morgens um 5 am Damaskustor vorbeigestolpert in irgendeine Bäckerei, Falafel geholt und Hummus. Und das war Warst schon... Warst du auch in Trendshoppen? Ich war auch in Tel Aviv in so einem Trendsladen. Ich weiß nicht, ob das das war. Da gab es so eins, das hieß The Box oder sowas. Ja, genau. Ja, da war ich auch gewesen tatsächlich in Tel Aviv. Ja. Aber irgendeine Verbindung. Wir sind ja beide in Wiesbaden geboren. Ja. Warum hast du dein Herz nicht an den SVW in Wiesbaden verloren, sondern bist Eintracht-Fan geworden? Also erstens mal, das wissen wir beide ja sehr gut, zu der Zeit, wo ich jung war, gab es ja den SVW in Wiesbaden noch gar nicht. Das war ja noch ein Taunussteiner Verein. Ne? Wiesbaden hat sich da ja quasi nur mit dem Stadion reingekauft. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich immer schon ein Riesenfreund von der ganzen hessischen Kultur und sowas. Und viele meiner Freunde waren Eintracht-Fans. Und so war das dann irgendwie so ein schleichender Prozess, der gar nicht so jetzt direkt an so oh, das war der Moment, wo ich Eintracht-Fan geworden bin, sondern es war immer schon Eintracht-Spiele verfolgt. Also man musste mit, weil es alle dann, gemacht haben. Genau. Ja. Und in der S8, und S9, S1 und dann. Also für mich war einfach das erste wirklich richtig prägende Erlebnis war meine erste Auswärtsfahrt. Mit 15 bin ich nach Leverkusen gefahren. Okay. Es war, wo die Eintracht nach 12 Jahren das erste Mal wieder in Leverkusen gewonnen hatte. Und es war für mich einfach irgendwie komplettes Highlight. Wer hat die Tore geschossen? Weißt du das noch? Ingo Herzschwarz. Das weiß ich nicht mehr genau. Der hat Amanatidis, hat glaube ich, eins geschossen. Das war auf jeden Fall die Saison, wo er da seine ganzen Lobeshymnen gekriegt hat und so. Und ja, ich weiß nicht mehr genau, wer da genetzt hat. Ich glaube, das war Ingo Herzsch. Ja? Weil ich war auch bei dem Spiel. Das war sehr, sehr geil. Leverkusen ist halt geil. Da sind zwei, immer wenige Fans. 2-1 haben wir gewonnen. Genau, und du stehst halt in Ulrich Haberland Stadion damals noch. Du stehst halt direkt unterm Dach, das ist sehr, sehr laut. Das hieß schon Bayer Arena. Da bist du ein bisschen jünger als wir alle. Der ist ein bisschen älter. Okay, ich bin hier mit erfahrenen Leuten unterwegs. Hat er sich extra auswendig gemerkt. Ja, aber warum hat es dich denn nicht zum SVW-en verschlagen? Da merkt man, dass du nicht so viele Folgen von uns gesehen hast, weil ich bin ja eigentlich so ein bisschen SVW-en-Fan. Eigentlich ist er Hoffenheim-Fan. Hoffenheim-Fan. Würde ich auch weiß, habe ich ja auch in Wien gewohnt, deswegen bin ich auch kleiner Wien-Sympathisant. Aber natürlich. Ja, guck mal, wie Badener Lied, jetzt kommt das. Das war ich nicht, das war ich nicht. Im Schwarzwald schöne Mädchen sind. Wie das Marvin und ich werden Fan. Du hast Hautfan. Spin-off drehen. Richtig. Der ist halt weltoffen. Der hat halt nicht die Scheuklappen auf, ja, sondern hier auch mal ein bisschen geöffnet. Er sagt's. Naja, gut. Aber die Eintracht ist ja trotzdem immer noch ein Verein, der nicht nur tolle Momente kreiert, sondern auch manchmal ein bisschen scheiße ist. Ne? Und wenn wir ganz ehrlich sind, was war gefühlt dein bitterster Moment eigentlich mit der Eintracht? Das ist auch eine User-Frage, das muss ich weitergeben. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wir wirklich ja schon einige bittere Momente hatten. Ja, so ein ich glaube, ehrlich gesagt, die letzte Abstiegssaison mit dem letzten Heimspiel gegen Köln war das, glaube ich. Mhm. Ne? Das war auf jeden Fall schon irgendwie, das war irgendwie Upturn. So, da war einfach die ganze Stimmung im Arsch und das war, glaube ich... Warst du auf dem Platz? Weiß ich gar nicht. Mach die Kamera auf. Nee, auf jeden Fall, das war halt sehr, sehr bitter gewesen. Und ja, generell sind eigentlich die Abstiege immer das sehr ist krank, ne? Also das muss man schon sagen. Ne? Ich habe mich... Irgendwann habe ich eigentlich darauf vertraut, dass Bruchhagen gesagt hat, unter mir wird die Eintracht nie wieder absteigen. Und dann hat nicht ganz funktioniert. Grüße. Ja, genau. Und dann sind sie abgestiegen. Ich, ohne Scheiß, das ist total lächerlich. Aber ich habe mich echt gefühlt, als wäre ich verraten worden. Ja, dann hätte ich bei Bruchhagen, wenn es dich enttäuscht. Ohne Scheiß, weil ich echt an ihn geglaubt habe. Ich habe wirklich gedacht, okay, er wirtschaftet uns so schön ins Mittelfeld, aber wir steigen unter ihm nie wieder ab. Und dann ist es wirklich passiert. Da habe ich mich persönlich enttäuscht gefühlt. Zum Glück. Das ist lustig, weil ich hatte auch so einen persönlichen Bruch. Und das war sogar mit meinem eigenen Vater, der mir, als die Eintracht in Rostock Meister werden konnte, in der Halbzeit gesagt hat, mach dir keine Sorgen, Kleiner, die Eintracht wird Meister, die schaffen das. Und du hast ja als kleines Kind, hast du noch so ein bisschen Vertrauen, der Vater, der weiß alles, bla bla bla. Aha!
hat nicht funktioniert, danach habe ich ihm nie wieder was gegeben. Da werden ja einige Traumata abgearbeitet. Das habe ich heute nicht verarbeitet, will ich auch nicht länger drüber sprechen. Geil, geil. Aber gut, kommen wir wieder zu besseren Momenten. Alles klar, also bessere Momente. Wir fahren jetzt nach Rom. Gefällt es dir eigentlich, dass das am 13.12. stattfindet? Das finde ich ab. Ho, ho, ho. Okay, kommen wir zum nächsten. Liebe Leute, was ist eigentlich dein Lieblingsdrink auf Auswärtsfahrten? Boah, das ist ganz schwierig. Also es gibt so spezifische Getränke, die ich nur auswärts trinke. Hier zum Beispiel Spiritus. Ja. Nee, aber Amaretto Apfelsaft ist so ein Getränk, was ich tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben nur in Fußballbussen getrunken habe. Nirgendwo anders und es schmeckt mir auch nur da. Das klingt auch irgendwie aus der Not geboren. Ja, nee, was haben wir noch? Das machen wir mal zusammen. Aber das ist wirklich ein super Getränk. Ja, aber es gibt noch so ein paar andere Sachen. Es gibt sowas, das ist so die Alternative, auch Yacht genannt. Dann finde ich die Bohne noch ein bisschen besser. Echt? Läuft es ganz, ganz langsam raus und man muss es handwarm trinken. Oh, das ist am besten. Die gibt es sogar auch von glaube ich. Ja. Fußball 2000, aber der Alki-Podcast. Nimmst du Original für 4 Stück 1 Euro. Aber Rotwein-Cola ist auch nicht schlecht. Rotwein-Cola, echt? Hab ich noch nie getrunken. Aus dem Tetra-Pack aber. Absolut. Wenn der Tetra-Pack aus dem mit sonst zählt's nicht. Aber ich merke schon. Nee, aber aus dem Alter bin ich auch leider Gottes raus. Du bist ja jetzt 30 geworden. Ja, scheiße. Aber gut, ich denke, wir kriegen hier die Brücke sehr gut zu meinem seriösen Thema. Und zwar, du machst ja Musik. So ist es. Ja, wenn ich nicht gerade durch die Weltgeschichte reise mit der einen, dann mache ich Musik. Ja. Wie hat die Musik eigentlich dein Leben verändert? Weil ich meine, wenn wir unterwegs sind, auswärts oder so, dann läuft das natürlich. Aber trotzdem, du hast ja ein anderes Leben dadurch wahrscheinlich, oder? Definitiv, natürlich, ja. Also prinzipiell ist natürlich so, ich liebe Musik, seit ich jung bin. Ich rap, seitdem ich jung bin. Und sag ich mal, jetzt seit 6, 7 Jahren ist es ja bei uns auf einem etwas professionelleren Level so, dass wir quasi davon leben, halt unsere Touren spielen, jedes Jahr ein Album releasen. Und natürlich hat es auch dazu geführt, dass das so ein bisschen stressiger geworden ist, alles. Ja. Ne? Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, so, ich bin selbstständig. Ich kann prinzipiell sehr über meine Zeit und mein Leben bestimmen. Und das ist das, was ich eigentlich immer wollte. Ja. Und das ist für mich auf jeden Fall ein großer Segen. Traum in Erfüllung gegangen, so ein bisschen. Definitiv, ja. Geil. Wie ist es denn mit Eintracht-Spielern? Besondere Beziehung. Ich habe jetzt gesehen, Chandler war auf einem Konzert in Wiesbaden. Genau, der war. Der einzige, oder gibt es noch mehr? Das ist eigentlich jetzt unser engster Kontakt. Wobei Vega war mal mit Kevin Trapp auch. Haben die ja zusammen für Weiß irgendwie eine Folge gedreht und sind danach auch ein bisschen im Kontakt geblieben. Aber dann ist er nach Paris gewechselt. Bei Chandler ist es so, wir haben unsere beiden weiteren Künstler vom Label sind ja Vega und Face. Und ja. Face war mit Chandler im selben Jahrgang gewesen, in der Schule. Und die kennen sich halt daher, so aus dem Wetteraukreis da oben. Und irgendwie ist dann der Kontakt halt wieder entstanden. Und auf jeden Fall Chandler, super Typ. Ja, wirklich cool. Super höflicher, respektvoller Typ. So. Ist auch schön, ne? Cool, es ist echt so eine Frankfurter Identifikationsfigur, kann man auch schon sagen. Ne? Ja, definitiv. Hoffen wir, dass er bald wieder richtig auf dem Bein ist. Definitiv, so als Ersatz jetzt auch für, sag ich mal, was heißt Ersatz, aber als Backup für Da Costa wäre das schon eine feine Angelegenheit. Ne? Nee, cool. Was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, du hast dir deinen Traum erfüllt mit der Musik. Was würdest du denn machen, wenn das nicht geklappt hätte? Also so wie bei uns. Ich kann eigentlich sehr gut singen, ja. Just another Marvin. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich gar keine Ahnung, weil ich alles in meinem Leben immer darauf gerichtet habe, irgendwie mit Musik zu arbeiten oder auch mal in Zeiten, wo ich ein bisschen weniger schreibe, bin ich mehr im Studio und arbeite an fremden Produktionen. Ja. Und deswegen habe ich mir da nie drüber Gedanken gemacht, weil ich einfach direkt nach der Schule Praktikum in einem Studio gemacht habe, dann quasi einen Studiengang Richtung Musikproduktion und so. Ja. Und deswegen stand es für mich eigentlich nie zur Debatte. Vielleicht ist das ja das Erfolgsgeheimnis. Ja, glaube ich. Auch mal machen hier. Nein, glaube ich wirklich ganz ehrlich dran, so, dass wenn du was Spezifisches machen willst, dann musst du halt auch alles dahin. Wenn man Bock drauf hat, gell? Ja, was sind denn deine Vorbilder? Boah, meine Vorbilder. Ich meine, es gibt ja auch so Frankfurter Künstler, die man schon näher kennt und so weiter. Hafti. ich feier Haft, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Haft ist jetzt ein Vorbild für mich. So, Azad ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich. Der Boss. Und definitiv. Ich meine, damit bin ich groß geworden. Wahrscheinlich, du höchstwahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist. So mit, ich komme aus Wiesbaden. Mit, ne? mit Deutschland, aber, nee, aber das ist. Das ist auf jeden Fall für mich ein großes Vorbild. Ja. Ja. Und sonst, Kool Savas, genau, das wollte ich gerade ansprechen. Wie ist das? Ich war in Aschaffenburg, als ihr mit ihm, wart ihr ja mit ihm? Genau. Wie ist das denn? Weil du bist ja dann eigentlich bist du ja der kleine Junge, der seine Tapes hört und bla bla bla. Und plötzlich chillst du mit dem wahrscheinlich hinter der Bühne, als er auffeiert und tritt mit dem zusammen auf. Also ich finde das.
Das kann ich mir irgendwie vorstellen, so, das ist schon eine geile Nummer, oder? Ey, und es ist auch definitiv so, weil ich muss sagen, für mich zum Beispiel jetzt so an so Rappern, die jetzt nachkommen, ist für mich nicht mehr so, dass es für mich so Idole sind. Ja. Ja, weil ich glaube, die Idole sind immer die Leute, die du in deiner Jugend hast. Genau. Ja, und irgendwann, sag ich mal, steht man da ein bisschen erwachsener diesem ganzen Idol-Thema gegenüber. Aber für mich war es trotzdem immer noch so, jeden Tag, wo wir mit Savas auf Tour waren, und er kommt rein so und man hockt da und quatscht und so, war das, habe ich mich immer wieder ein bisschen als kleines Kind gefühlt. Ja, und man merkt so, wie man nicht so richtig aus sich rauskommt, weil man nervös ist. Ja. Das ist schon, das ist auf jeden Fall schon Flash. So, ja. Ich habe nur eine Dilemma-Frage. Wenn du dir aussuchen könntest, einmal Nummer 1 in den Charts der USA oder einmal Deutscher Meister mit Eintracht Frankfurt? Das ist immer so diese typische Scheißfrage, die man... Ja, so. Oh, wenn du 1 Million Euro hättest und auf einer einsamen Insel wärst. Nee, ich weiß, es ist schwierig zu sagen. Es ist, glaube ich, beides einfach, beides sehr, sehr geil. Ne? Das eine ist natürlich so, dieser Eintracht-Erfolg ist natürlich das, was du halt, glaube ich, mehr mit deinen Jungs halt und mit allem genießen kannst, wäre natürlich so ein Chart-Erfolg in Amerika. Also, ist, glaube ich, das Unwahrscheinlichere. Deswegen nehme ich dann die Eintracht. Komm. Sehr gut. Komm, jetzt hier im Podcast und sind die Leute wieder sauer. Da freuen wir uns alle. Aber jetzt noch ganz kurze User-Frage. Und zwar der Bamboloni hat gefragt, gehst du nächstes Jahr wieder auf Tour? Und wenn ja, ist auch Osthessen dabei? Ich gehe nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf Tour. Welche Städte liegen in Osthessen? Ist jetzt ja, das ist Fulda. Fulda, oder? Fulda, auf jeden Fall. Fulda auch. Also eigentlich spielen wir auch immer in Fulda. Aber das Ding ist, meine nächste Tour ist noch nicht gebucht. So, deswegen kann ich es auch noch gar nicht sagen. Erstmal geht Face jetzt auf Tour, oder? Genau, ja. Jetzt genau, ja. Gut. Kreuz in Fulda, immer eine gute Alternative. Mal schauen, wo es dahin geht. Ne? Definitiv. Und ich hätte noch eine ganz andere Frage. Und zwar, beide kennt das auch. In Wiesbaden feiern gehen manchmal ein bisschen schwierig. Und da fragt uns der Melf... Melf auf jeden Fall. 2810. Ja, genau. Melf 2810. Ich hab's nicht so mit Zahlen. Wo kann man denn überhaupt in Wiesbaden noch feiern gehen? Und gehst du überhaupt noch weg? Ich gehe noch weg. Also bei mir ist ja so, dass wir haben dieses Jahr 50 Konzerte gespielt, plus die ganzen Eintracht-Geschichten. Also es gibt nicht mehr viele Wochenenden, wo du quasi auch daheim bist. Ne? Und wenn, ganz ehrlich, so, also ich habe meinen Geburtstag jetzt im 60-40 gefeiert, so die Kneipe da am Schlachthof, auch Eintracht-Bezug auf jeden Fall da. Ne? Ja. Also, Litfaßsäule? Litfaßsäule? Ja, so, das ist auch mittlerweile mir zu jung geworden. Ne? Das Nachteule? Nachteule ab und zu mal anzutreffen, ja, mit guten Freunden, die da auch wirklich das dann auch mal zur Morgeneule machen. Mittags, aber Grüße. Aber es ist wirklich schwierig, Die haben das auf jeden Fall das Nachtleben gut zerstört. Ja, apropos Feierei, wie hast du eigentlich Vega kennengelernt? Bei einer Auswärtsfahrt. Tatsächlich? Ja, krass. In Nürnberg war das vor 10 Jahren, irgendwann, 12 Jahren, glaube ich, in die Richtung. Und ja, also er wusste, dass ich Musik mache. Ich kannte tatsächlich von ihm zu dem Zeitpunkt gar nichts. Und wir haben uns dann da kennengelernt. Er war da schon auch, hat schon Gigs gespielt und alles und so. Für mich war das so, wow, große Welt. Ja. Das ist auch immer noch einer meiner Lieblingslieder, Ultra Chaos Auswärtsfahrt. Das ist, darf bei keiner Auswärtsfahrt fehlen. Jetzt kommt eine User-Frage vom, der hat den kreativen Usernamen Adler. Oh ja, das kann ich mir auch merken. Sehr unique. Aber ist gut. Scheinbar war er noch frei. Also gar kein 28. Ohne Liste, ne? Wahnsinn. Ja. Er fragt, ob es jemals wieder Ultra Chaos geben wird. Boah, schwierig. Also ich muss ja ehrlich sagen, für mich war ja dieses ganze Ultra-Chaos-Projekt sehr gekoppelt auch an meine aktivste Fan- und Ultra-Zeit, die halt nicht mehr so stattfindet, weil es einfach ich die Zeit nicht mehr dazu habe. Ja, damals, ich war jugendlich und bloß ich musste nichts groß arbeiten, hab halt rumgehangen. Ne? Und mittlerweile ist es halt einfach so, ich hab so viel mit Musik und sowas zu tun, hab da so meinen Fokus drauf gesetzt, dass ich einfach nicht mehr so aktiv in der Fußballszene bin. Und dann finde ich, wenn man dann die ganze Zeit darüber so rappt, als ob es noch so wäre. Also Glaubwürdigkeit für dich halt ein großes Thema. Definitiv, ja. Weil ich glaube, darauf kommt es auch an. Ne? Genau. Und ich glaube einfach, dass es nicht mehr richtig glaubwürdig wäre. Das thematisierst du auch in dem einen oder anderen Text, dass du trotzdem das Gefühl hast, dass du so ein bisschen auch da raus bist. Also wenn du die Jungs beobachtest, so ein bisschen. Ja, was heißt raus? So ist es ja nicht. Ja? Ich meine, die Leute, die ich da kennengelernt habe und so, mein Freundeskreis von damals, mit denen bin ich immer noch unterwegs. Ja? Aber die Sache ist natürlich einfach, dass es halt zeitlich nicht mehr möglich ist, halt eine 34er-Saison zu machen, wenn du halt dann nebenbei noch Konzerte spielst. Ja, das ist für die Leute immer so, ja, was, wie, da spielt ihr da spielt aber die Eintracht. Ja gut, du kannst ja auch nicht, wenn du arbeiten gehst, kannst du ja auch nicht aussuchen. Ne? Ich meine, und ich kann ja nicht all meine Konzerte unter die Woche legen, dass ich noch dann am Wochenende zur Eintracht fahre. Irgendwann im Leben muss man ja auch mal zur Ruhe kommen. Das stimmt, ja, das ist genau. Aber das kommt, eine gute Frage, weil die Frage, die stellt sich auch, wie oft bist du eigentlich noch bei Heimspielen? Denn auswärts weiß ich, da treffen wir uns ab und zu, aber zu Hause, wie oft schaffst du es? Ich kann es auch nicht sagen, also wenn ich hier bin, fahre ich hin. Ja, so. Also wenn ich hier bin, fahre ich hin und ich
kann das jetzt auch in Zahlen nicht so beziffern, okay. Weil... Wir sind ja bei Konzerten mit Fans von anderen Vereinen. Kommen die? die kommen mal liebevoller, mal weniger. Grüß nach Nürnberg. Ja, also prinzipiell ist es so, dass wir da auf jeden Fall immer Leute haben und jeder, der sich für unsere Musik interessiert, ist natürlich herzlich willkommen. Meistens merkt man auch, dass, sag ich mal, Leute, die auch so ein bisschen aus dem Szenebereich kommen, in der Regel sehr ähnlich sind als man selber. Und ja. Ich habe da ehrlich gesagt auch mit den Jahren das so ein bisschen abgelegt, da so eine grundsätzliche Anti-Haltung zu haben. Ja. Ja, weil am Ende des Tages irgendwie macht man trotzdem, machen ja alle dasselbe. Ne? Ja, und halt vielleicht unter einer anderen Farbe. Und deswegen freue ich mich über jeden, der kommt, und die Leute sind herzlichst eingeladen immer. Geht auch gut ab im Endeffekt. Ne? Eine Frage, und zwar, wir haben uns in den letzten Wochen ein bisschen mit Musik und Fußball auseinandergesetzt. It's just another Marvin Mendelow. Ich habe gestern gemerkt, die Hälfte habe ich gesehen und dann... Dann musst du es ausschalten. Die Hälfte habe ich gesehen. Aber immer gute Laune habt ihr gehabt. Ja, gute Laune, aber vielleicht war mal betrunken. HSV! Auf jeden Fall. Fußball 2000 heißt auch montags trinken. Es stellt sich auf jeden Fall die Frage, Fußball und Musik, schwieriges Thema. Hast du irgendein Lied, was dich irgendwie trotzdem emotionalisiert in Sachen Fußball? Also tatsächlich sind es für mich so ein, zwei Assad-Songs auch, ja, die wir damals Richtung Auswärtsfahrten immer gehört haben. Das war Frankfurt und ich weiß gar nicht, dieses kennst du nicht, die drei Affen, das, also lustigerweise beides Frankfurt, ja. Frankfurt-Lieder. Aber das sind Songs, die wir früher auswärts gepumpt haben. Weil das bei uns schon eigentlich immer so war, dass wir da ein bisschen jugendkulturellere Musik gehört haben. Wir haben natürlich in vielen älteren Bussen halt noch sehr viel Onkels, Rock und so Geschichten. Ja. War es bei uns in den Bussen schon eher so Hip-Hop und Techno. Ist krass, eigentlich so, eine Wende zu haben, ne? Weil ich kenne es auch noch genau, was du sagst, wo es von älteren Leuten eher so Onkels bzw. halt Rock generell so gehört wurde. Aber mittlerweile ist da schon die Schleife drum gemacht, ne? Geht es eher zum Hip-Hop eigentlich. Ne? Aber warum nicht? Ja? Ich meine, so ist es halt. Ja? Das ist halt einfach Musik, die halt gehört wird, und das, was du hörst, hörst du dann halt auch, wenn du auswärts fährst. Ja? Okay. Ich finde beides geil. So ist muss beides sein, und ich finde das eh immer so, dieses so in Grenzen da denken, ist eh nicht so meine Form. Ja, das ist ja auch vollkommen cool, aber jetzt will ich noch was fragen, kommen wir so langsam wahrscheinlich so ein bisschen zum Ende, aber wir haben die dicken drei. Heute die, mit einem Dünnen? Ja, die dicken drei und der Dünne. Was war der Moment, in dem wir unser Herz an die Frankfurter Eintracht verloren haben? Ich möchte nicht anfangen, mach du zuerst. Muss ich noch was ausdenken? Ja, ich würde wirklich sagen, diese Leverkusen-Auswärtsfahrt war für mich einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, ab jetzt will ich hier so oft, wie es geht, hin. Ja. Also das war wirklich so ein ganz ausschlaggebender Moment für mich. Ja. Okay, das kann ich mir vorstellen. Also mein erstes Stadionerlebnis war nicht so toll. Da haben wir gegen Stuttgarter Kickers verloren 1988. Da wollte ich in der Halbzeit nach Hause gehen, weil es mir zu laut war. Wenn ich jetzt an die ersten positiven Emotionen denke, dann... Ich denke tatsächlich, das hört sich komisch an, aber Andreas Möller hat mich so ein bisschen in die Eintracht sich verlieben lassen. Ja, hört sich komisch an. Diese Art, Fußball zu spielen von Andreas Möller war damals, das war schon brutal. Für mich immer noch einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten. Dass er charakterlich dann nicht so stabil ist, hat sich dann im Nachhinein erst gezeigt, da war es aber schon zu spät. Ich möchte daran anknüpfen, bitte, ja. Weil dann sage ich auch Andreas Möller. Bei mir war es aber so, weil ich war ein bisschen... Jünger bin als du, älter als du, jünger als er. Mein erstes Stadionerlebnis, also eins meiner ersten, war Frankfurt gegen Dortmund in dem Jahr, nachdem Andreas Möller gewechselt war nach Dortmund. Und es war tatsächlich im G-Block, und der ganze Block bei jeder Ecke alle auf die Zehen und mit Dingen geworfen. Das fand ich irgendwie so prägend. Ich dachte, okay, so toll hier. Hier ist keine Wohlfühlstimmung, aber hier gehst du gerne hin. Okay. Ja, interessant. Also bei mir ist es irgendwie so total mit Misserfolg verknüpft. Deswegen ist dieses Jahr total für mich merkwürdig. Ja? Hello aber, Darkness, my old friend, habe ich jetzt gedacht. Ja, genau. Aber ich muss echt sagen, es war so der erste Abstieg, der hat mich komplett mitgenommen. Also war ich auch wirklich lang frustriert als, keine Ahnung, 12-Jähriger oder so. Geheult wie ein Schlosshund und so weiter und so fort. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, scheiße, diesem komischen Club musst du treu bleiben und auch sehen, dass das wieder hochkommt. Ne? Und seitdem regelmäßig ins Stadion und immer gehofft, okay, jetzt geht's weiter. Wir haben über Oldenburg gesprochen, wo Stepanovic dann gefeuert wurde. Das war auch so ein weiterer Moment. Aber gut, mittlerweile wird's besser und seitdem komme ich nicht mehr von diesem komischen Verein los. Ja. Ja, ist Wahnsinn eigentlich. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie du es gesagt hast. Man lernt Leute kennen. Das ist, glaube ich, auch nicht nur die Eintracht, sondern das ist auch, wie gesagt, das sind die Leute, das ist die Gruppe, du hast diese Freunde, du hast es gesagt.
Du hast mit deinen alten Jungs trotzdem noch Kontakt. Das liegt mit Sicherheit auch an der Eintracht. Also das ist so eine soziale Brücke. Auf jeden Fall. Also ich finde wirklich halt dieses Sozialgefüge, was sich halt in dieser Frankfurter Fanszene bildet, ist meiner Meinung nach auch ziemlich einzigartig in Deutschland, weil das halt eben auch so ist, dass das komplette Rhein-Main-Gebiet immer zusammenkommt. Plus du natürlich noch Leute hast aus allen Städten in Deutschland, die regelmäßig alle Heimspiele mitmachen und sowas. Ja. Und es ist einfach geil. Ich komme hier, für mich ist wirklich samstags zum Heimspiel zu fahren, so ist einfach wie nach Hause kommen. Ja. Also es fühlt sich einfach an, wie in dein Wohnzimmer zu kommen. Du kommst einfach an, ja geil, hier, da, blablabla, weißt du? Und das ist einfach, das ist halt einfach absoluter Wahnsinn. Ja. Und das ist, macht dann natürlich auch die jahrelangen Misserfolge und immer wieder Trainerwechsel und Spieler und dann haben wir mal einen guten, dann ist er wieder weg und dann ist wieder eine Scheißsaison und so. Das macht es halt alles weg so, ja. Weil man einfach das, was drumherum ist, dir da nichts von nehmen kann. Und was machst du dann, wenn du angesprochen wirst, da kommt so, was hier vor? Oh, guck mal, mit mal. Mit der schon wieder. Mal zu mir und mit mir vor. Ja, Basti kennt das. Nein, aber das ist ja so, was Marvin anspricht, stelle ich mir auch vor, weil ihr seid da tatsächlich, und das ist, du hast vorhin gesagt, authentisch bleiben, das ist ja nicht gespielt. Ihr seid da einfach, ich sag's jetzt mal so, zwei Ultrasis, die plötzlich deutschlandweit in den Charts sind und auch im deutschsprachigen Raum, Schweiz spielt ihr, Österreich. Also das ist das, was mich das krass feiern lässt. Zu denken, Alter, das sind Jungs, mit denen habe ich auch schon in Karlsruhe irgendwann mal gesoffen und bla bla bla. Und plötzlich haben die so einen überregionalen Effekt. Merkst du das im Stadion? Also kommen ganz viele Leute zu dir und sagen, ey, oder gibt es auch Leute, die vielleicht so unfreundlich zu dir kommen? Nö, also im Stadion merkt man das auf jeden Fall so. Ich sag auch ganz ehrlich, das ist für mich so das Einzige. So, ich mache immer gern Fotos mit Leuten im Stadion. Bin ich immer so ein bisschen, sag, ey Leute, wenn, bitte schnell, weil das Ding ist ehrlich so, das ist für mich nicht, da will ich einfach mal weg sein von dem allen und finde es auch ein bisschen unangenehm, ne? Weil natürlich auch da ein paar Leute so, okay, was ist mit dem? Ist ja jetzt, weil ich will das da gar nicht. Ich will das ist ja auch privat im Endeffekt in dem Moment. Eben, voll. Aber man kann die Leute nicht verübeln, die freuen sich halt vielleicht einen zu sehen und sowas, ja, das ist ja auch ein Zeichen von Anerkennung, was ja natürlich auch schön ist, ja, und ja, deswegen alles gut, aber ehrlich gesagt, so Negativerfahrungen jetzt, dass irgendwelche Leute da Dings, hatte ich eigentlich gar nicht so, ich weiß zwar, dass hier und da natürlich dann immer mal ein bisschen gequatscht wird und so, so ist es halt, aber das finde ich. Ich würde sagen, wir haben es für heute. Ja? Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank, geil. Ja, genau. Ja, das vergesse ich nicht. Nee. Alles klar, ihr hört uns bald wieder. Wir sind Fußball 2000. Ciao, ciao. Nummer, dass du da warst. Vielen Dank nochmal. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr. Ist natürlich für mich immer nochmal eine besonders schöne Situation, sag ich mal, in so einem Eintracht-Dings zu quatschen, weil sonst unsere Interviews oder so, die waren eigentlich eher mit so Hip-Hop-Medien, die eigentlich mit dieser Fußballgeschichte gar nichts. Für die ist Ultra immer gleich schlagen, so. Ja. Das ist immer das Einzige, worum es geht. Ja, es ist so, Das ist das, was für die und dann ist immer so, oh, das jetzt hier klarzustellen und oh. Ja, ich bin auch schon betrunken jetzt schon. Wir haben ich bin angedüdelt. Bei mir geht's jetzt wieder, aber die Sache ist halt, was denkst du, wie weit kommen wir noch, Europa League? Es ist alles drin. Ja. Also man sollte auch da überhaupt gar nicht drüber nachdenken, wann man rausfliegt, sondern einfach nach wie vor den Fokus halten zu sagen, wir holen das Ding. Fertig. Weißt du, was ich jetzt sagen? Das ist ein gutes Schlusswort. Wir buchen jetzt schon Baku. Sollten wir tun, Alles klar, Jungs, macht's gut, vielen Dank. Ciao.